Was ist denn deine persönliche Antwort auf jetzt nicht alle Themen, aber auf das Thema Inflation? Was machst du konkret? Wie verhältst du dich damit? Wenn ich mich in meinem persönlichen Umfeld umschaue, gibt es da sehr verschiedene Ansätze. Ich kenne Leute, die sagen, ja, ich kann einfach nichts machen. Ich muss da jetzt irgendwie durch. Ich weiß zwar nicht wie, aber Tobias sagt, ja, so eine Gemengelage gab es noch nie. Ja, so zumindest lange Zeit nicht. Es ist relativ, es ist viel Unsicherheit einfach auch drin, viel wenig Planbarkeit, ja. Und Unsicherheit ist eben auch so ein Ding, womit die Börse eben immer ein bisschen Schwierigkeiten hat. Also in meinem Umfeld gibt es da alle möglichen Stimmen. Wenn ich es mal grob vereinfache, ja, und ich möchte jetzt niemand vor den Kopf stoßen, dann zählst du wahrscheinlich zu einer der drei folgenden Gruppen. Ja, entweder du hast kein Vermögen, das sind die Leute, die jetzt eben sagen, ich kann gar nichts machen, ich weiß gar nicht, wie das weitergehen soll, ich habe kein Geld, ich kann, ich weiß nicht, wie ich die Rechnung bezahlen soll, ich weiß nicht, wie ich durch den Winter durchkommen soll. Dann gibt es vielleicht die Gruppe, die etwas Vermögen hat, der Begriff ist natürlich dehnbar, hängt auch immer vom persönlichen Lebensstil ab, und dann gibt es die, die gefühlt ein großes Vermögen haben. Und wenn ich mir das so anschaue, also grundsätzlich sage ich normalerweise, wenn es um das Thema Geld verdienen an der Börse geht, ja, dass du, um optimale Startvoraussetzungen zu haben, tatsächlich das machen solltest mit Geld, was übrig ist. Und daran glaube ich, weil ansonsten der mentale Druck, wir haben uns gleich noch anschauen, etwas zu groß werden würde. Aber wenn ich wirklich mit dem Rücken zur Wand stehen würde, ja, was bei mir Gott sei Dank nicht der Fall ist, aber wenn das mich betreffen würde, dann würde ich, glaube ich, schnell die Einsicht haben, ich habe nichts mehr zu verlieren. Ja, und das würde dann vielleicht auch dazu führen, dass ich halt eben mit gewissen Grundsätzen breche. Wenn du in der Mitte bist, in der mittleren Gruppe, ja, dann wird das Thema Inflation in der Tendenz, und ich vereinfache jetzt, weil ansonsten wird das heute ein sehr, sehr starkes oder sehr, sehr langes Webinar werden, wird es so sein, dass du entweder in diese Richtung tendieren wirst oder in diese Richtung. Du hast was zu verlieren, aber du kannst dich bewegen. Wenn man da passiv bleibt, dann wird das eher dazu führen, dass man in diese Richtung gehen wird, ja. Und bei der Gruppe von denen, die sagen, ich habe ein großes Vermögen, ja, das ist natürlich erstmal eine schöne Aussage und ein schönes Gefühl. Das heißt, du wirst konkret noch keine Schwierigkeiten haben, jetzt mit den erhöhten Rechnungen und den erhöhten Kosten umzugehen. Allerdings heißt das auch, du hast am meisten zu verlieren, weil dein Geld, wenn du nichts machst, wird jeden Tag, jeden einzelnen Tag seit langer, langer Zeit, Problem ist aber seit kurzer Zeit sehr viel schneller, ein bisschen weniger wert gemessen in Kaufkraft. Die Antwort von mir auf die Frage, was ich gegen Inflation mache, ist relativ einfach. Wobei ich das auch schon gemacht habe, bevor die Inflation so hoch war. Die Antwort ist, ich sehe tunlichst zu, dass ich meine Kaufkraft erhalte. Und zwar, indem ich Renditen generiere, die höher sind als die Inflation. Jetzt wird hier von Frank gesagt, es gibt wenig Möglichkeiten. Ja, es gibt tatsächlich nicht viele Möglichkeiten. Die Möglichkeit, die ich jetzt anspreche, ist aus meiner Sicht die gangbarste. Und ich glaube, da du heute Abend hier mit dabei bist, wirst du da auch schon drüber nachgedacht haben. Der Frank sagt weiter, es ist gar nicht so einfach, 10% im Jahr zu machen. 10% im Jahr. Ich sag mal so, wenn du historisch es siehst, ja, mit einem normalen Buy-and-Hold-Ansatz, also einfach kaufen, Aktien kaufen, ETF kaufen und lange Zeit laufen lassen, hast du historisch, im Moment bestimmt nicht, aber historisch eine Rendite irgendwo im Bereich von 7,5 bis 8,5%. Ja, da bist du nicht so weit weg von der Inflation. Das Problem ist nur, im Moment ist die Inflation hoch. Und was ich dir auf jeden Fall schon mal versprechen kann, mit einem Buy-and-Hold-Ansatz wirst du im Moment kurzfristig nichts lösen, weil in der Tendenz, wir schauen uns gleich den DAX an, fallen die Märkte eher. Ja, es mag sein, dass wenn du Geld hast und nicht darauf angewiesen bist, dass wir jetzt, auch ich denke über sowas nach und mache sowas, dass tatsächlich jetzt bereits man schon überlegen kann, auf Sicht von 5 oder 10 Jahren wieder Bestand aufzubauen, dann vielleicht noch ein bisschen mit dem Sparplan da immer wieder reinzugehen. Aber im Kurzfristigen wirst du halt eben mit dem Buy-and-Hold-Ansatz aktuell nichts lösen können. Ja, und was wären meine Anforderungen oder was ist mir wichtig, was ist meinen Kunden wichtig, wenn es um diese Frage geht? Beziehungsweise ich wollte mal auf den Frank zurück, er sagt 10%. Ich
sage immer, wenn jemand nebenbei tradet, ja, also nicht hauptberuflich, darum geht es heute nicht. Du sollst nicht meinen Lebenslauf kopieren, aber wenn jemand tatsächlich am Tag vielleicht 15, 30 Minuten aufbringt, ja, dann gibt es genügend Handelsansätze, die sicherlich ein bisschen flexibler sind als Buy and Hold mit 15, 30 Minuten am Tag, wo man Renditen im Bereich 15, 20, vielleicht sogar 25% im Jahr und zwar stressfrei generieren kann. Wie groß das Risiko? Risiko ist da, haben wir drüber gesprochen. Es ist auf jeden Fall machbar. Ich habe genügend Kunden, die das machen. Und ich bin ein schlechtes Beispiel, weil ich halt eben tatsächlich berufsbedingt halt eben natürlich deutlich mehr Zeit mit der Börse verbringe. Aber grundsätzlich sehe ich das bei meinen Strategien, ich sehe es auch bei den Strategien von einem zweiten Coach, den wir hier haben, dass als Privattrader mit dieser genannten Investition an Zeit Renditen im Bereich oberhalb von 10% durchaus noch machbar sind, ohne dass man jetzt den ganzen Tag vor der Kiste sitzen muss. Ich werde dir im Laufe des Abends noch eine dieser Ansätze vorstellen. Was für mich halt eben Kriterien sind, ja. Zunächst einmal klar, Rendite oberhalb der Inflation. Es war vorher leichter, da war die Inflation bei 2%. Das heißt, ab 1,8%, wo die Rate genau war, wusste ich, ab jetzt gewinne ich an Kaufkraft. Jetzt muss ich halt eben 10% Rendite machen, bevor dieser Zustand erreicht ist. Aber ich habe es gerade gesagt, ich bin da wirklich sehr von überzeugt, dass das auch für private Trader mit einem geringen und sehr überschaubaren Zeitansatz möglich ist. Die Anforderungen, die ich da so stellen würde, wären die folgende. Zunächst einmal, du brauchst eine niedrige Eintrittsschwelle, ja. Also, wenn ich dir jetzt irgendwelche fancy Solutions anbiete, wo du aber erstmal irgendwie ein Jahr lang studieren musst, oder wenn du da irgendwie erst eine Firma gründen musst, was alles Zeit dauert, wirst du konkret im Moment nichts gegen die Inflation tun können. Ja, deswegen niedrige Eintrittsschwellen, das ist wichtig. Ich persönlich bin ein Freund davon, dass hier eine gewisse Unabhängigkeit drin ist. Das heißt, du solltest nach Möglichkeit, zumindest nach einer kurzen Zeit, das weitestgehend ohne fremdes Zutun machen können, sodass du wirklich autark da drin bist. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Jetzt, das ist ein Punkt, der für mich wichtig ist, der muss für dich nicht wichtig sein. Ich bin ganz weit weg davon, ein sogenannter Prepper zu sein. Prepper sind die, die sich auf die ganzen großen, schlimmen Untergangsszenarien vorbereiten. Das trifft auf mich nicht zu, aber ich habe schon seit langer Zeit einen Exit-Plan, wenn ich aus Deutschland raus möchte. Ich habe einen Exit-Plan, der innerhalb der EU stattfindet. Ich habe einen Exit-Plan, der innerhalb der Welt stattfindet. Nicht, weil ich jetzt glaube, dass der Weltuntergang kommt, aber ich persönlich weiß es sehr zu schätzen, dass ich meine Tätigkeit tatsächlich komplett ortsungebunden machen kann. Ich brauche einfach nur ein Internet. Das ist für mich ein Faktor, für dich muss es kein Faktor sein. Wichtig ist, glaube ich, gerade für dich, weil ich gehe davon aus, dass du wahrscheinlich berufstätig bist oder jetzt nicht gleich sagst, ich möchte zum Vollzeittrader. Das wäre auch ungesund, von jetzt auf gleich zum Vollzeittrader zu werden. Das ist, wenn überhaupt, ein Prozess, der eigentlich über Jahre stattfinden sollte, ja, dass du tatsächlich deinen Zeiteinsatz relativ frei wählen kannst und dass er in Zweifel erstmal gering ist, ja, dass du halt eben jetzt nicht irgendwie 2-3 Stunden extra arbeiten musst, um halt eben hier was zu machen, sondern es sollte Zeit sein. Zeit brauchen wir, ganz klar. Ohne Zeit können wir nichts machen, aber es sollte halt eben wirklich gut integrierbar sein in das, was du im Moment in deinem ganz normalen persönlichen Alltag auch machst. Der Ansatz, den du hast, sollte auf jeden Fall reproduzierbar sein, ja. Also nicht aus dem Bauch heraus sagen, ah, die Märkte fallen gerade, ich setze mal auf fallende Kurse oder ich glaube, es geht nach oben, sondern es sollte ein Vorgehen sein, was du jederzeit wiederholen kannst, damit du eine dauerhafte Lösung hast. Und ganz, ganz wichtig, es sollte skalierbar sein. Skalierbar heißt, wenn du jetzt zum Beispiel ein Vermögen von 10.000 Euro hast und du sagst, 2.500 Euro möchte ich an der Börse einsetzen, ja, dann kann es ja sein, dass du in 5 Jahren oder in 10 Jahren oder in 20 Jahren, wenn du gut gelaufen bist, eine viel größere Summe an der Börse hast. Und was du dann nicht möchtest, es sei denn, du entscheidest dich dafür, dass du mehr Zeit einsetzt, sondern du möchtest dann einfach die Möglichkeit haben zu skalieren,
Das ist eine sehr schöne Sache. An der Börse kann man relativ problemlos skalieren. Ja, ich habe jetzt nicht eskalieren gesagt, sondern skalieren. Das heißt, man kann sich anpassen, wenn man ein größeres Konto hat, größere Stückzahlen handeln, das Risiko trotzdem im Verhältnis zu Konto klein halten. Und die Skalierbarkeit an der Börse ist tatsächlich ganz, ganz herausragend. Ja, jetzt sagst du dir vielleicht, Mensch, von diesen ganzen Themen, Matthias, die du gerade da erzählt hast, das war zwar spannend, aber ich habe da relativ wenig Ahnung von. Bei mir ist es so, berufsbedingt habe ich natürlich davon Ahnung, ist mein Job, deswegen muss ich davon Ahnung haben. Aber die gute Nachricht für dich, wenn du das gerade so gedacht hast, ist folgende, um Handelsentscheidungen zu treffen, brauche ich keine Ahnung von diesen Themen, die ich gerade genannt habe. Was ich brauche, um Handelsentscheidungen zu treffen, ist genau das hier, was du siehst. Ich brauche einen Chart. Ich muss sehen, wo der Preis ist. Warum? Ganz einfach, all diese Themen, ja, und du hast es vorhin gesehen, wie schnell das gehen kann, als ich dir das gezeigt habe, was im DAX los war, die sind tatsächlich mit der aktuellen Informationslage im aktuellen Preis zu finden. Das heißt, ich muss mich nicht mit diesem ganzen Wirtschaftsgedönse beschäftigen, sondern für mich ist es so, das gilt heute noch mehr als vor 100 Jahren, weil wir inzwischen elektronisch handeln. Wenn irgendwas in China passiert, eine Millisekunde später ist es im deutschen Markt angekommen. Ja, ich kann mich wirklich darauf verlassen, dass wir hier eine wirklich gute Abbildung aller verfügbaren Informationen haben. Und das ist der Grund, warum ich vom Chartbild aus dann tatsächlich eben auch Handelsentscheidungen treffen kann. Thank you.